In You Are Wanted geht es generell darum, dass ein normaler Familienvater digital vernichtet wird. Die Staffel 2 hat einen unglaublichen Druck von außen. Also die ganze Welt schaut auf Berlin und Lukas Franke gerät zwischen sehr große Fronten. Du hast keine Ahnung, wie es ist, gejagt zu werden. Die Herausforderung bei Season 2 war wiederum, möglichst effizient zu arbeiten. Kameratechnisch war die Herausforderung, wieder möglichst dynamisch sein zu können, möglichst viele coole Shots machen zu können. Dann habe ich natürlich geschaut, was es für neue Tools auf dem Markt gibt, die auch von der Qualität und vom Anspruch mir genügen. Und da habe ich mich dann für eine Drohne entschieden, die wir die ganze Zeit dabei hatten. Der Vorteil natürlich mit der Drohne, fliegst du schnell mal hoch, fliegst runter, hast den Shot. Bei einer Seilkamera musst du die stundenlang vorbauen oder beim Kran auch. Also der Einsatz ist natürlich eine ganz neue Spielwiese, die diese Technik ermöglicht. Erstaunlich ist eigentlich, dass diese Kamera, die hier drunter hängt, extrem klein ist, extrem leicht ist, trotzdem aber einen 35mm Sensor hat und im Prinzip eine ähnliche Qualität liefert wie eine große Kinokamera. Also der Drohneneinsatz ist definitiv gestiegen. Und hinzu kommt, dass man nicht nur diese klassischen, weiten, großen Shots macht, die man früher dann mit dem Helikopter gemacht hat. Aber was wir hier auch vermehrt machen, sind Aufnahmen, die eigentlich eher einer Seilkamera oder fast einer Steadicam gleichen. Und das macht es halt einfach flexibel, leichter, schneller einsetzbar. Jetzt mit der Drohne habe ich einen Lieblingsshot, wenn Thomas zu Nelly in Folge 2 geht. Da fliegen wir schön so durch, so eine Balkonstaffelung raus. Und das sieht gar nicht aus wie ein geflogener Shot, weil das echt sehr eng war. Das sind dann Shots, wo du dann denkst, wow, das hätte ich jetzt irgendwie super kompliziert mit Seilen machen müssen. Und die hätte man dann rausretuschieren müssen. Und das ging mit der Drohne natürlich sehr entspannt. Bei der Tunnel-Autosequenz haben wir die Drohne auch einsetzen können und konnten natürlich da sehr coole Shots machen, indem wir mitgeflogen sind, indem wir knapp über Autos drüber geflogen sind. Also das Schöne war, dass wir dieses Jahr den Ronin 2 Head hatten und dadurch auch quasi nicht limitiert waren, welche Kamera wir wie stabilisieren. Dadurch konnten wir quasi flexibler in der Kamerawahl sein. Staffel 2 kann der Zuschauer sich auf jeden Fall auf tolle Emotionen freuen. Es wird wirklich sehr persönlich bei den Frankes. Gute Unterhaltung, die einen ein bisschen zum Nachdenken anregt und die aber auch trotzdem nicht nur echt sein will, ne, sondern halt auch ein bisschen Märchen.